Warum Feminismus das Leben schöner macht. Sexismus meint die systematische Unterdrückung der Frau. Das zeigt sich im herrschenden kapitalistischen System auf ökonomischer, politischer und symbolischer Ebene. Sexismus ist scheiße, weil er systematisch Menschen aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt. Deshalb brauchen wir Feminismus. Was genau ist aber dieser Feminismus? Die Antwort ist simpel und doch nicht so leicht. Feminismus ist eine Bewegung, die dafür kämpft, dass Unterdrückung von Frauen und Ungleichheit, egal ob sozial, politisch oder ökonomisch, zwischen Geschlechtern aufgehoben werden. Feminismus ist für alle da. Denn im Endeffekt will er nur, dass jede Person sich so entfalten kann, wie sie will. Das heißt, dass mit typisch weiblichen und typisch männlichen Klischees aufgeräumt wird. Außerdem gibt es für uns Sozialistinnen niemals Sozialismus ohne die Befreiung der Frau. Wir müssen daher als SJ geschlossen gegen herrschende sexistische Strukturen innerhalb und außerhalb der SJ kämpfen. Kämpfen wir gemeinsam gegen Sexismus. Auch in der SJ gibt es Sexismus. Unsere Strukturen spiegeln die gesellschaftliche Realität wider. Deshalb brauchen Frauen Raum ohne Männer, um sich selbst zu entwickeln, um mit feministischen Inhalten in Kontakt zu kommen und um die sexistischen Machtmechanismen in der SJ zu reflektieren. Dieser Freiraum kann sich nicht nur als ein physischer, sondern auch als ein sozialer Raum ausdrücken. Die FPKÖ ist ein Gremium, das in der SJ geschaffen wurde, um Frauen in ganz Österreich strukturell eine lautere Stimme zu verschaffen. Sie vereint alle Frauen in der SJ und ist Diskussions- und Austauschplattform. Die FPK hilft allen Frauen in der SJ und ist für sie da. Wir sind keine Männerhasslerinnen, sondern eine bunt gemischte Gruppe aus Frauen, die für Gerechtigkeit kämpfen. Ein Anfangsschritt für eine feministische SJÖ ist, Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren. Also wenn jemand Nein sagt, dann heißt das auch Nein. Deshalb gibt es die No Means No-Kampagne der SJÖ. Die No Means No-Kampagne der SJ soll uns bewusst machen, dass ein Nein immer auch ein Nein bedeutet. Machtmechanismen, auch in der SJ, müssen durchbrochen werden. Wichtig ist einfach ein respektvoller Umgang und vor allem Konsens. Konsens, insbesondere in Bezug auf sexuelle Handlungen, ist in jedem Fall und ausnahmslos Pflicht. Wir dulden keine sexuellen Übergriffe auf unsere Genossinnen. Weil eben leider auch die SJ kein von der Gesellschaft abgetrennter Raum ist, gibt es Sexismus. Dieser Sexismus tritt auf vielen Ebenen in Erscheinung. Egal ob bei Partys, Diskussionen, bei Gruppenabenden oder in Gremien. Wir wollen das endlich ändern. Vergesst nicht, kein Sozialismus ohne die Befreiung der Frau. Deshalb kämpfen wir alle gemeinsam dafür. Kämpfen wir nicht für eine weibliche, sondern für eine menschliche Zukunft.